reden wir dann heute doch mal über Tromburg, das Geist-Pflanzen-Pokémon, genauso wie Pumpkin. Sehr interessant, dass man diese Typkombination in dieser Generation erstmalig sogar zweimal hat. Und ist natürlich insofern auch relativ speziell zu spielen, würde ich mal sagen. Schauen wir zunächst mal auf die Fähigkeiten, die ihr alle drei haben kann. Zunächst innere Kraft, da wird beim Austausch der Status vom Pokémon wieder auf normal gesetzt. Ist definitiv nicht schlecht, würde ich sagen. Kann in gewissen Situationen nützlich werden. Das kann Schnüfflern natürlich auch, das zeigt an, welches Item der Gegner hält. Im CP ist es aber eher obsolet, genauso wie eigentlich auch in-game. Das Problem ist, in-game tragen sie so gut wie nie Items. Und wenn, dann könnte man diese mit einem Blick nachschauen. Und im CP weiß man in der Regel, welche Items zu welchen Pokémon gespielt werden. Also wenn man gegen den Pro spielt, kann man sich das in etwas so abschätzen. Insofern bringt es nicht so viel. Reiche Ernte hingegen ist doch ganz interessant, denn dort kann eine Beere, die man benutzt, zu 50% zurückerhalten werden. Und das ist für sein Moveset eigentlich relativ interessant, würde ich mal sagen. Weshalb will ich gleich erläutern. Gut, wenn wir dann soweit fertig wären, wir sollten natürlich zunächst überlegen, welche Fähigkeit wir ihm jetzt geben sollen. Ich habe jetzt eigentlich keine wirkliche oder kein wirklicher Favorit. Das hat beides Vorteile, ich werde es gleich erläutern. Auf jeden Fall ist es gut, dass er diese beiden Möglichkeiten besitzt. So, Wesen würde ich ein sachtes empfehlen mit einem Spezialangriff plus Spezialverteidigung. Ihr seht, es ist ein Pokémon, was schon ein bisschen auf Angriff geht. Die Verteidigungswerte sind, ja, so, dass man ein bisschen was mit anfangen kann, aber auch nicht wirklich überraten. KP sind in Ordnung, aber ja, und von daher muss man sich überlegen, wie spielt man ihn denn jetzt am besten? Und da er einen relativ guten physischen Angriff hat, bietet es sich an, den erstmal so stehen zu lassen und stattdessen in die Verteidigung zu investieren. Das bedeutet 252 EVs auf KP, 252 auf Spezialverteidigung, 4 auf physischer Angriff. Ihr merkt, in diesem Fall wird vor allem die Spezialverteidigung sehr gepusht. Kann man natürlich auch anders machen. Ich denke aber, es ist für Tromburg am besten, den Spezialwert zu pushen. Gerade mit Geist, Unlicht und Feuer und auch Eis als Schwäche, die ja doch größtenteils speziell auftreten, könnte das sehr viel helfen. Als Item. Entweder Überreste oder eine Brunusbeere. Beides hat Vorteile. Ich werde aber zunächst das Moveset erwähnen, um diese Vorteile zu erklären. Also auf jeden Fall sollte er Erholung haben. So kann er sich immer wieder seine hohen KP auffüllen und geht auf einem ziemlich gut gepushten auf eine ziemlich gut gepushte Spezialverteidigung und kann dann auch immer wieder ganz gut angreifen. Der Vorteil dabei ist natürlich, wenn man jetzt innere Kraft hat, genau, kann man ihn einfach austauschen und dann ist er wieder ist er wieder wach praktisch. Jedoch kann man ihm auch eine Brunusbeere geben und durch seine Fähigkeit reiche Ernte einfach hoffen, dass man diese Brunusbeere noch einmal verwenden kann. Ist natürlich etwas riskant, weil es nur zu 50% auftritt. Aber dann erspart man sich das Pokémon aus dem Kampf zu holen, hat dadurch einen massiven Vorteil. Man könnte also innere Kraft in Verbund mit Überreste natürlich spielen. Oder natürlich reiche Ernte in Verbund mit der Brunusbeere. Muss man sich überlegen, wie es denn am besten wäre. Jedenfalls, wie gesagt, bei der Erholung kann man sowieso immer, weil das seine KP auffüllen, in Verbund mit Überreste natürlich episch. Auch wenn er dann natürlich wenn man ihn dann natürlich austauschen muss. Und natürlich auch mit Irrlicht. Und Irrlicht ist der Grund, der Hauptgrund, warum man größtenteils seine Spezialverteidigung stärken sollte. Denn falls es mit Irrlicht den Gegner trifft, was relativ wahrscheinlich ist, dann verliert der Gegner 50% seines physischen Angriffs. Und das kommt faktisch
oder ja, eine Verteidigungserhöhung um 50% gleich. Es ist natürlich nur mehr oder weniger so, aber auf jeden Fall hat man damit dann was für seine physische Verteidigung ebenfalls mehr oder weniger getan und deswegen ist es ganz gut, das Rest auf die Spezialverteidigung zu hauen. Zudem lohnt sich bei ihm natürlich Egelsamen, um den Gegner dann langsam zusätzlich noch KP abzuziehen, wenn man dann Überreste hat, Egelsamen auf den Gegner und Erholung immer wieder spammen kann, dann wird es richtig böse, weil dann wird es für den Gegner schwierig, da durchzubrechen. Zumal er ja, wie gesagt, auch auf Defensive getrimmt ist durch sein Wesen und die EV-Verteilung. Und dann gibt es noch eine schöne Attacke, die man ihm geben kann, nämlich Holzgeweih. Wenn er mit Holzgeweih angreift, bekommt er 50% des angerichteten Schadens zurückerstattet. Ja, bei einem Angriff von 110 ist das doch gar nicht mal so schlecht. Und so macht er dann auch Schaden. Irrlicht, was aktiv ist und ja, ich denke, das ist mal schon mal ziemlich cool. Dann bekommt er irgendwie die ganze Zeit KP zurück und ist auf jeden Fall eine epische Combo, wie ich finde. Man kann ihm dann natürlich auch Dunkelklaue als andere alternative Stab-Attacke geben, das hat eine hohe Volltrefferquote, aber Volltreffer lohnt sich in dieser Generation nicht mehr so sehr, weil die abgeschwächt wurden. Zwar wurden dadurch die Volltrefferquoten an sich auch wieder erhöht, aber trotzdem würde ich da eher dann auf Holzgeweih gehen. Und ja, dann hat man etwas, was auf Defensive getrümmt ist und dem Gegner konstant KP abzwackt, was schon sehr, sehr, sehr episch ist. Hat es damit auch ins Underused-Tier immerhin geschafft, weil es einfach eine relativ coole Kombination ist, wo er auch trotz seiner langsamen Init wirklich sehr gut mit umgehen kann. Willkommen zurück zu, Moment, so jetzt, willkommen zurück zu Pokémon X, ich würde sagen, wir sagen einfach mal zu, ne? Ich weiß nicht, was in Lucario vorgeht, vielleicht treibt sein Ehrgeiz ist das so an, sich mit meinem anderen Lucario zu messen. Du wirst sterben, Bro, und ich werde dich zerfetzen. Oder liegt es vielleicht daran, dass es mit dir auf einer Wellenlänge liegt? Sie ist schon cooler irgendwie. Ja, Mann, aber meine Vertrollschuhe, die ist viel geiler. Ja. Unüberbrückbare Differenzen. Wie wird das ausgehen? Los geht's, Lucario. Gib alles! Ja, jetzt geht's richtig los, würde ich sagen. Übrigens, epischer neuer Hintergrund, Erbfolgerin Conny. Nicht mehr Erinnerin Conny, sondern Erbfolgerin Conny. Wir spielen jetzt, oder kämpfen praktisch in einer ganz anderen Funktion gegen sie. Und ja, jetzt können wir die Mega-Entwicklung auslösen, nämlich indem wir hier drauf gehen. Und ich beginne mit einem Schwerttanz, um mir gleich einen kleinen Vorteil zu verschaffen. Also Lucario, los geht's! Bäm! Yeah, wahrscheinlich wird sie sich jetzt auch verwandeln, nehme ich an. Ja! Würde auch wenig Sinn machen, wenn nicht. Ich glaube sogar, beide haben die gleichen Attacken. Von daher schauen wir mal, wie das hier weitergeht. Ich setze Schwertanz ein. Wie wird sie reagieren? Sie setzt Steigerungshieb ein. Ist auch eine gute Option. Wow. Gut, dass ich Schwertanz eingesetzt habe. So kann ich es jetzt One-Hit-KO'en. Das war mein Vorteil, sonst hätte ich mich auf einen Speed-Teil verlassen müssen. So hat es doch relativ gut funktioniert. Mehr oder weniger. Mit Abstrichen. Du und dein Pokémon-Team, ihr verfügt wahrlich über einzigartige Kräfte. Jo. So sind wir eben. Cool. Wow, Mega Lucario gegen Mega Lucario. Und beide haben bis zum Umfallen gekämpft. Mit so einer starken Verbindung zu Pokémon macht dir in Sachen Mega-Entwicklung einfach niemand etwas vor. Tja, also, ich bin schon cooler. Du hattest nur Glück, Mann. Hättest du nicht Lust, Lucario auf deine Reise zu nehmen? Ihr wirkt wie ein unschlagbares Team auf mich. Also, was sagst du? Du bist cooler, Mann. Nimm mich mit. Ja. Gerne. Ja, ich muss jetzt jemanden in die Box schicken und, naja, es tut mir leid. Aber Lucario ist schon etwas cooler als Type Coverage in meinem Team. Klar, ich tue es jetzt nicht in mein Team, aber trotzdem. Wie nennen wir den Guten denn?
nennen wir ihn einfach mal Inu. So random. Solange Trainer und Pokémon einander Mut zu sprechen und warmherzig werden an der Sorge, hat jeder einen Grund zum Lächeln. Mann, warum gehst du weg von mir? Weil ihr beide scheiße seid. Ja, ob die Dissungen jemals aufhören werden, ist allerdings die andere Frage. Wow, Megalokari gegen Megalokari und beide haben bis zum Umfallen gekämpft. Ja, bis zum Umfallen haben sie in der Tat gekämpft, trotzdem war das jetzt nicht der spektakulärste Kampf, den ich ever gesehen habe. Zu einer starken Verbindung zu Pokémon macht in Sachen Mega-Entwicklung einfach niemand etwas vor. Solange Trainer und Pokémon einander Mut zu sprechen und warmherzig füreinander sorgen, hat jeder einen Grund zum Lächeln. Aber natürlich hätte ich jetzt nur noch eine Runde gewartet, hätte ich nicht gewonnen, denn Lucario hätte nur noch einmal, hatte durch den Steigerungssieb mich mit dem nächsten Angriff erledigt, selbst wenn ich mich komplett aufgeheilt hätte. Von daher, das Spiel kommt einem schon entgegen, aber es erlaubt einem nicht wirklich einen Fehler zu machen, wenn man diesen Kampf gewinnen will, was ich aber auch durchaus befürworte. Gut, wir kommen als triumphale Helden, nicht wahr? Moment. Ich hab's geschafft, Combre! Wo hast du das denn her? Naja, irgendwo in der Kalos-Region müssen noch weitere Gegenstände verborgen sein, die mit der Mega-Entwicklung in Verbindung stehen. Gegenstände wie der Mega-Ring oder die Megasteine zum Beispiel, das habe ich im Gespür. Ich werde weiter danach suchen, um so die Bande zwischen Pokémon und ihren Trainern zu stärken. Es ist aber interessant, dass man mit Lucario angefangen hat, als dem ersten Mega-Pokémon. War wahrscheinlich so ein kleiner Throwback, nehme ich an. Mit Samulett definitiv austauschen. Weil ja, wie soll ich sagen, der ist schon ein großes Generation 4-Maskottchen war. Und ich glaube, daran anlehnen wollte man Lucario einfach diese Möglichkeit geben. Zumal es ja keine Generation 4 Remakes geben wird, weil es überhaupt keinen Sinn machen würde. Insofern hat man da immerhin so ein bisschen die Essenz auch eingefangen, nehme ich an. Merkt man, finde ich, auch ein bisschen an der Region. Region ist schon die größte seit Sinnoh und auch die vielseitigste. Zwar finde ich Sinnoh immer noch etwas besser, aber ja, das ist jetzt eine andere Diskussion. So. Dann wären wir, glaube ich, soweit fertig hier. Das sehe ich das richtig. Ja. Eigentlich steht jetzt nichts mehr im Weg. Dann können wir uns mal nach hier hinten aufmachen, oder? Hier, das kannst du bestimmt gebrauchen. Oh, vielen Dank. Ja, das kann ich in der Tat gut gebrauchen. Auch wenn ich gerade kein Wasser-Pokémon im Team habe. Mit der 4M kannst du Wasser überqueren. Ich werde dich wieder herausfordern, denn so werde auch ich stärker. Schließlich hatte ich das Glück, dich zu treffen und mit dir gemeinsam diese Reise zu machen. Ja, das ist doch schön, dass er hier so zuversichtlich ist. Ja, schauen wir einfach mal. Mein Pokémon im Pokéball und nicht so auf der Bank. Ja, Glückwunsch, du chillst auf der Bank. Da draußen auf dem Baumhof, wenn du da auf einem Mehikel reitest. Nein, nicht Mehikel, sondern Mäh! Ekel. Okay. Jedenfalls wirst du sehen, was für einen Spaß das macht. Bekommen. Diese Tür führt dich zur Route 12. Jo, wir sind jetzt auf der Route 12. Auf dem Fourageweg. Und ja, das bedeutet so viel wie Futter. Also könnte man so sagen, der Futterweg, der Fressweg. Was natürlich schon so eine kleine Verbindung zu Mehikel hat. Ich werde noch sehen, wie sich das hier auswirkt. Und ja, wir sehen wilde Tauros. Einfach mal wilde Tauros, die wir fangen können. Gibt es was Epischeres, wenn man bedenkt, wie leidvoll man die immer fangen musste? Vor allem in den alten Editionen. Oh, das könnte lange dauern, aber ja, das schafft er schon. Also, Pokémon, die man hier sonst noch fangen kann, sind Phlegmon. Relativ hohe Chance, um die 30% tatsächlich. Auch Owl kann man fangen. Tauros, also ihr merkt schon, sehr, sehr viele Generation 1 Pokémon, die man hier sonst eigentlich in der Safari-Zone fangen konnte in Rot, Blau, Gelb, wie Owl und
Pinsir. Außerdem kann man auch Owei und Tauros. Außerdem kann man auch Pinsir und Pokémon X exklusiv fangen. Und Scaraborn und Pokémon Y, das sind ebenfalls Safari-Zonen-Pokémon. Zudem Miltank, ebenfalls ein Safari-Zonen-Pokémon. In Höhen natürlich, genauso wie Scaraborn. Dann kann man noch Pachirisu und Plaudergei fangen. Außerdem gibt es noch ein gelbes Blumenfeld, wo aber im Prinzip die gleichen Pokémon fangbar sind. Per Massenbindung, habt ihr gesehen, bekommt man Wingulls. Außerdem kann man relativ häufig Voltilams finden, Tauros eher selten. Wenn Tauros jedoch auftaucht, wird davon eines der Pokémon ein Miltank sein. Weitere Pokémon, die man finden kann, sind Lithomith und Bithora in den zertrümmerbaren Felsen, sollte klar sein. Und im Wasser, wenn man surft, kann man Tentacha, Lapras und Mantyops finden. Richtig, Mantyops ist einfach so fangbar, ohne dass man ihn züchten muss. Das ist schön und auch Lapras ist fangbar. Damit hat man auf jeden Fall den Generation 5 Trend fortgesetzt, wo man ja auch Lapras fangen konnte. Zwar war da für den Pokémon-Schatten nötig, aber trotzdem. Mit der Angel kann man zu 100% Libiscus angeln, erneut kein Carpador. Mit der Profi-Angel Remoraid und Perlu. Und mit der Superangel Corazon Octillerie. Und in Pokémon X Alabis und in Pokémon Y Saganabis. Und ich werde auf jeden Fall jetzt demnächst ein Wasser-Pokémon brauchen, denn ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, dass man hier sehr viel Wasser sieht und es auch in der Zeit wird, dass wir die Wasserrouten mal kennenlernen. Aber ich bin im Moment nicht so ausgerüstet, beziehungsweise ich habe kein Wasser-Pokémon, dass das einfach so erledigen könnte. Von daher muss ich da noch näher schauen. Moment. Ja, mach mal Psystrahl. Aber ansonsten ist die Route nicht so lange, sage ich mal. Aber sie führt in einen relativ langen Komplex, der uns auch einige Zeit beanspruchen wird. Da freue ich mich dann auch drauf, muss ich sagen. Ah, verdammt. Warum bin ich verwirrt, Mon? Ich möchte nicht verwirrt sein. Und ich glaube, ich vielleicht einfach, bevor ich da jetzt groß rumwechsle. ist es zwar ärgerlich, dass ich immer noch nicht die Pokémon kehren kann, aber gut. Da ist das herzensgute Lapras, sie hat mich einmal vor dem Ertrinken gerettet. Ich fühle mich richtig schlecht, weil ich es mir nicht leisten kann, ihm die große, weite Welt zu zeigen. Ein starker Trainer wie du, der sogar den Raufforden besitzt, hat er natürlich ganz andere Möglichkeiten. Würdest du dich eventuell so weit erklären, mein Lapras auf deine Reise mitzunehmen? Ach so, du kannst gar keinen Pokémon mitnehmen. Ach man, aber du musst es doch persönlich abholen, warum auch immer. Ich meine, gerade bei Lucario war das doch gar kein Problem, oder? Es wurde einfach auf meine PC-Box gesendet und es ist auch kein Problem. Das ist, glaube ich, wirklich nur um einen zu nerven. Ich weiß nicht, dies ist eine Unsitte, die seit Generation 2 ist. In Generation 1 wurde das Pokémon immer automatisch auf die Box gesendet. Aber jetzt hat man sich diese nervige Angewohnheit geholt, dass man immer erstmal ein Pokémon im Team, einen Platz im Team frei haben muss. Ich weiß nicht, Mette verschaukelt so ein bisschen, weil ich es einfach unnötig finde. Ich verstehe den Sinn darin einfach nicht. Aber gut, jetzt kann ich es mir abholen. Ich werde jedoch noch nicht zu den anderen Wasserrouten zurückgehen. Weil mir fällt gerade was auf. Gerard, das kann, glaube ich, auch Surfer lernen. Relax wird es auch können. Also ich brauche jetzt nicht zwingend Lapras. Aber Moment, okay, geben wir den Namen nicht Lorelei, sondern Loreli. Schön. Passt, denke ich, zu Lapras. Mach's gut, mein Lapras, schwimme durch die schier unendliche Weiten der Kalos-Region. Lapras, diese Trainer kann dir ein aufregenderes Leben bieten als ich. Ich wünsche dir viele spannende Abenteuer. Es geht mit dem ab. What the hell. Aber ja, ich sortiere jetzt mal wieder, würde ich sagen. Nach Nummer. Ja, Gyarados kannst du tatsächlich erlernen. Ich gebe beiden mal die Attacke. Gyarados, weil das natürlich mein prädestinierter VM-Sklave ist. Aber Lapras gebe ich es mal vorerst, denn ich bekomme meinen speziellen Sprite zu sehen, wenn ich auf Lapras surfe. Man hat nicht für jedes Pokémon beim Surfen ein Overworld-Sprite einprogrammiert, sondern nur für Lapras. Und
Ja, aus diesem Grund werde ich erstmal ein wenig auf ihr surfen, damit man das sehen kann, aber später im Spiel werde ich mich dann da nicht unbedingt drauf verlassen. So, sie muss im Team etwas weiter vorne sein, damit das funktioniert. Die Azurbucht. Alles, sogar das Leben selbst hat seinen Ursprung im weiten Ozean. Also ich glaube nicht, dass das Leben vor dem Ozean da war, aber natürlich hat das Meer sehr, sehr viel Leben hervorgebracht. Das möchte ich jetzt überhaupt nicht in Absprache stellen. Gehen wir jetzt aber erstmal kurz hier rüber. Seht ihr das? Das meinte ich mit dem Overworld-Sprite, der bei Lapras deutlich anders aussieht. Hier haben wir jetzt so eine kleine Wasserpassage, die wir überbrücken müssen. Diesen Schwimmer werde ich auch gleich noch bekämpfen. Das wird dann später aber deutlich mehr, sage ich mal. Da muss ich dann auch aufpassen, dass ich am Ball bleibe. Ich würde ja auch wirklich gerne zurück, um die Orte zu erkunden, wo ich Sachen vergessen habe. Zum Beispiel mit Zerschneider. Gibt es mit Sicherheit Orte, die ich noch nicht besucht habe oder besuchen konnte. Oder auch, was gab's noch? So Sachen wie, glaube eben Surfer. Da konnte ich zum Beispiel in Riviera City was machen. In Petrofia was machen. Aber das ist so eine kleine Kritik, die ich mir im Spiel habe. Ich finde, Fliegen kommt etwas zu spät. Man hat eine wirklich große Region, das ist auch wirklich super. Aber ich finde, man kriegt zu spät Fliegen. Meine Bären versauern jetzt auch schon vor sich hin. Und ich bin auch nicht ins Kampfhaus gekommen, einfach weil das Ganze wirklich weit weg ist. Und ja, wenn man nicht Fliegen hat, ist es etwas unglücklich, da immer wieder hinzugehen. So, da hatten wir doch das hier, ein Netzballschild. Den möchte ich auf jeden Fall haben. Ihr wisst, dass so die Möglichkeit, oder dass es ich so eine hohe Wahrscheinlichkeit habe, Wasser-Pokémon zu fangen. Und das könnte ich sehr, sehr bald gebrauchen, weil natürlich mache ich dieses Spiel nicht ohne ein Wasser-Pokémon im Team zu haben. Ich glaube, es wäre meine erste Edition, wo ich keines habe, aber ja, das braucht noch ein klein wenig, sage ich mal. Von daher müssen wir uns jetzt zunächst mal gedulden, wobei ich überlege gerade, hatte ich in Pokémon X ein Wasser-Pokémon? Pokémon Y. Ich glaube tatsächlich, aber da natürlich Quajutsu. Nee, jetzt habe ich gerade ernsthaft überlegt, aber natürlich hatte ich Quajutsu als Wasser-Pokémon. Also ich glaube, ich hatte bisher wirklich immer eins, was sich auch wirklich gut anbietet. Von daher, es wird auf jeden Fall eins kommen, aber ja, eben jetzt noch nicht zwingend. So, erledigen wir erstmal diesen Schwimmer, damit es sich nicht so ausgeschlossen vorkommt. Und ja, dann beginnt auch der... Moment, ich warte einfach mal hier. Dann beginnt auch der zweite Teil dieser Route, der dann, finde ich, nochmal ein wenig interessanter ist. Ich muss aber sagen, ich finde den Overworld-Spalt von Lapras nicht so gut gelungen. Ich finde, es sieht ganz einfach awkward aus. Also sehr, sehr komisch. Wie der sich an Lapras festhält und auch wie sich Lapras bewegt. Das finde ich, hätte man etwas besser machen können. Wäre auch, denke ich, etwas besser möglich gewesen. Aber würde ich jetzt natürlich nicht Erbsen sehen. Dennoch, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Könnt ihr mir ja eure Meinung dazu schreiben. Ich finde, es sieht schon merkwürdig aus irgendwie. Wirklich merkwürdig. Gut, das wird dann der letzte Kampf, den ich in diesem Part bestreite gegen die Hand. High five! Bithora. Versuchen wir uns mal mit Gegenstoß zu beenden, hat nicht ganz gereicht. Aber auf jeden Fall, er wird stärker, das ist schön. Und ich tue auch gut daran, ihn im Moment noch zu trainieren. Mal schauen, wie lange, bis ich wieder zu Flunkiefer wechsle. Auf jeden Fall sind die im Moment wesentlich wichtiger als meine Starter. Aber gut, danke für die Aufmerksamkeit in diesem Paar. Danke für Daumen hoch und das nächste Mal geht es hier weiter. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Was befehlt es seine Freundin? Yo! Sagt das einem wildfremden Mädchen. Du bist gruselig.